größtenteils realitätsfremd halt. Ja, wie gesagt, ich habe es noch nie anders gesehen. Von dem her ist das... Ja. Ich kann das schwer beschreiben, also... Ja. Ja gut, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, das ist alles meine Meinung. Ich will niemandem auf die Füße treten. Wer die Kirche vielleicht jetzt falsch dargestellt sieht, kann das von mir aus. Das, wie gesagt, habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung und das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt. Aber, ja, wie gesagt, ich meine es einfach nicht böse. Nur, ich kann damit einfach nichts anfangen. Lassen wir das vielleicht einfach mal so stehen. Ich kann damit nichts anfangen und für mich ist das Thema gegessen. Mehr ja, kann ich dazu eigentlich nicht erzählen. Ich meine, ja, rein theoretisch kann ich dazu natürlich noch mehr erzählen, aber... ja, ich will das Ganze nicht zu weit ausarten lassen. Ich könnte noch sehr, sehr viele Beispiele bringen, warum mir die Kirche nicht gefällt. Beziehungsweise warum ich nichts mit der Kirche anfangen kann. Aber ja, man muss es ja nicht übertreiben. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ich ja, die Kirche nicht leiden kann. Mag sein, dass es vielen hilft. Mir hilft es nicht. Und so. Wir müssen mal hier zurück und mal ein bisschen von der ganzen Erde hier wegschaffen. Damit wir wieder Platz haben. Oh je. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange über das Thema Kirche jetzt gelabert habe. Eigentlich wollte ich da nur 5 Minuten kurz drauf eingehen. So lang war das nicht geplant. Naja. So, schauen wir mal, wenn wir gerade schon hier sind, können wir vielleicht mal prüfen, ob hier ein paar Hühner da sind. Ein paar Eier. So. Und jetzt leckt's gleich wieder. Ja. Oh, ich würde mir so wünschen, dass dieser Leck da irgendwann mal verschwinden würde. Weil das nervt doch schon ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich mich von der Stelle entferne, jedes Mal dieses Lag-Problem. Ja, das ist nicht so schön. Oh, ich habe gar nicht die Bäume nachgepflanzt. Das werden wir auch mal schnell machen. Ja, ich sehe schon, das wird richtig gut. Hier mal nur alle 2 Blöcke, damit wir ein bisschen mehr Blätter haben, weil irgendwie sind die Setzlinge... Ja, okay, jetzt geht's. Beim ersten Mal habe ich relativ wenig Setzlinge nur zurückbekommen. Gut, vielleicht hatte ich da einfach auch ein bisschen Dropglück dieses Mal oder beim letzten Mal einfach ein bisschen Pech, das weiß ich jetzt nicht. Ach so, da fällt mir gerade was ein. Wir könnten...
Ja, ich würde sagen, das machen wir sogar. Wir erhöhen das... das Konstrukt hier einfach mal um einen Block. Sollte das Ganze ein bisschen besser funktionieren, weil wir dann noch die obere Reihe mit Blättern haben. Das ist momentan nämlich nicht der Fall, wenn wir die großen Bäume haben. Okay, einen noch. Zack. So, wunderbar. Schaut euch das mal an. Da sind doch tatsächlich noch Blätter übrig geblieben. Wegen dieser Tanne, die hier steht. Ja. Wir sollten jetzt eigentlich genug Platz haben, um den Turm hier zu bauen. Zack, zack. Uns geht langsam das dunkle Holz aus. Da habe ich das doch ein bisschen überschätzt, was wir hier da zur Verfügung stehen haben. Moment, jetzt muss ich gerade mal schauen, wie haben wir das denn hier hinten gemacht. Also erstmal hier kommt ein Durchgang. Hatten wir hier auch einen Durchgang? Ach, der war noch nicht fertig. Machen wir das doch mal. Na. So. Da eine Fackel, da eine Fackel. Hier auch noch mal ein bisschen Licht. So. So, sehr schön. Dann hätten wir das einigermaßen. Die Maße vom Turm müssten soweit auch stimmen, glaube ich. Schaut euch mal an, wie viel Holz das verbraucht. Eieiei. Ich sehe schon, da müssen wir bald wieder mehr dunkles Holz besorgen. Jetzt habe ich da die Tür wieder zugemacht.
mache ich gleich, wenn ich runtergehe. Eigentlich hätte ich den da lassen können. Der war da eigentlich richtig. Gut, ja, machen wir hier mal schnell noch den Durchgang hin. So, dann wird es hier vorne nochmal einen Durchgang geben, der dann hier entlang führt. Da hinten eigentlich die Zinnen schon drauf gemacht. Ja, habe ich. Sehr schön. So, schauen wir mal ganz kurz von hier, wie das wirkt. Von da aus können wir jetzt leider das Ding noch nicht erkennen. Da komme ich nicht durch. So, dann gehen wir halt hier rum. Relativ schnell hier mit der Diamantaxt. Nee, jetzt komm. Da hätte ich besser hochklettern sollen. Das hätte mehr Sinn gemacht. Naja. Ja, ich muss echt sagen, es war eine gute Entscheidung, hier noch ein paar dieser Bäume aufzustellen. Dadurch bekommen wir hier deutlich besser Holz. Ich bin gerade schon schwer am Überlegen, ob ich die Baumfarm, die wir in unserer Basis gebaut haben, ob ich die nicht vielleicht komplett entferne wieder. Weil eigentlich können wir das hier auch ganz gut immer am Bauort machen. Dass wir hier diese Bäume pflanzen. Da würden wir auf jeden Fall immer eine Menge Zeit sparen. Dann müssten wir nicht immer zur Basis zurück. Und die Bäume, wie gesagt, kann man relativ simpel
Pflanzen. Hier diese Geschichte, dass die Bäume nicht zu groß werden und diese Äste bilden, ist auch relativ einfach abbildbar, indem man einfach hier diese Blöcke platziert. Und ich glaube, der Baum ist zu groß geworden, oder? Nee, ich habe jetzt keine Äste gesehen. Das ist auch gut. So, achso, wir müssen natürlich hier noch die Bäume nachpflanzen. So, so. Hier und hier, da auch noch einen. Hier noch einen. Oh, da ist ein Setzling. Hier ein. Hier ein. Hier. Oh, Setzling. Hier. Und hier. So. Irgendwo noch Setzlinge. Ah. Ja, gut. Ich denke, wir haben alle Setzlinge. Sind alle Bäume auch nachgepflanzt? Jawohl. Gut, dann packen wir die Setzlinge mal hier rein und den hier auch. Und wir haben wieder neues Bauholz. Mit dem können wir hier die Mauer weiterbauen. Lasst mich mal kurz was schauen. Das, ich hätte in die andere Richtung gehen sollen. Ich glaube, das wäre kürzer gewesen. So. Ja. So langsam wird es doch was. Mit unseren Dorfbewohnern. Sind einige 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die laufen zu stark durcheinander. Das kriegen wir nicht zusammen. So müsste ich alle im Blickfeld haben. 13. Hm. 13 ist nicht. Ups. 13 ist gar nicht übel. Hopp, das müssten 13 sein. Oder 10. Nö, scheinen. Hä? Okay, es scheinen 10 Stück zu sein. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Zahl. Wo ich hier gerade übrigens diesen Bildschirm auf habe, ihr seht ja oben meine FPS und ich wurde inzwischen eigentlich schon seit Ewigkeiten werde ich regelmäßig gefragt, warum ich eigentlich nur 30 FPS habe. Wie soll ich sagen, das liegt an der Aufnahme. Wenn ich aufnehme, dann starte ich Fraps und Fraps hat eine Begrenzung auf 30 Frames eingeschaltet bei mir. Der Grund ist relativ einfach. Zum einen, wenn ich mit beispielsweise 60 Frames aufnehmen würde, würde ich mehr Speicher verbrauchen. Und zum anderen bietet es sich auch einfach an, mit 30 Frames aufzunehmen. Denn ja, YouTube kann nicht über 30 Frames darstellen. Sprich, also alles, was über 30 Frames liegt, wird von YouTube auch entsprechend nachbearbeitet. Und das führt zu einer Framezahl-Reduktion. Dementsprechend bietet es sich einfach an, dass wir das hier in
30 Frames aufnehmen. Ist auch ein ganz guter Tipp für alle, die selber Videos machen. Achtet einfach mal drauf, im Flash Player gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass man sich anzeigen kann, mit wie viel Frames was läuft. Das müsste irgendwo über einen Rechtsklick in den Optionen zu finden sein. Und wenn ihr dann einfach mal danach sucht, dann...